Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Revelation. Ja, wir sind das letzte Mal hier in der Halle jetzt angekommen, haben ein schönes Geräusch gehört, wobei ich mir denke, ich weiß jetzt schon, was ich in euren Kommentaren lesen werde. So ein, oh mein Gott, es ist so spannend, wie konntest du jetzt einfach einen Schnitt machen? Hier lang, Jill. Mach ich doch immer. Warte, nee, ich nehme vielleicht doch lieber die. Ich fühle mich dann mit der Er bewegt Schrot. sich. Gut, jetzt kommen wir zum Aussichtsdeck. Genau, da wollen wir nämlich hin. Wir haben das letzte Mal herausgefunden, dass. Was? Dass. Was zum? Da oben ist was! Dass Jill und Parker auf der Queen Zenobia sind, aber Chris und Jessica auf dem Schwesternschiff waren. Was zum Teufel ist Ach das? so, genau, hier muss man Dreh raufschießen. es um! Wir haben keine Zeit zum Quatschen! Geht das nicht irgendwie an? Nee, hab ich gut gemacht. Oh, ich bin tot! Das war mal sehr erfolgreich. Ich bin tot. Ich sterbe direkt. Ich bin zwar ein bisschen Hier lang, Jill. angeschlagen, merke ich jetzt gerade, aber Er trotzdem. bewegt sich. Gut, jetzt kommen wir zum Aussichtsdeck. So, jetzt wieder unser kleiner Freund. Was zum? Da oben ist was. Da ist er. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich seine Keule Was zum machen. Teufel ist das? Leg es um! Wir haben keine Zeit zum Quatschen. Nein, 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 nein. Macht es, macht es, macht und ich sterbe jetzt wieder, ne? Nein, ich lebe noch. Wow, ich lebe noch. Verdammt, er ist hartnäckig. Wundervoll. Das Ding macht uns viel zu schwer. Ja, wir müssen ja. So, jetzt hat es funktioniert. So, wieder. Bitte verschwinde doch einfach. Wieder. Jetzt ist es weg, oder? Nee, ist doch noch nicht weg. Ich dachte, es wäre weg. Ist aber schön, dass es hin und wieder mal guckt, ob wir noch leben, ob wir da sind und Parker einfach überhaupt nicht angreift. Nein, komm. Nein. Jetzt schwingt das ein bisschen in meine Richtung. Aber nicht, wenn du ausholst, okay? Wenn du ausholst, bitte nicht. Au! Ich sagte nein! Bitte nicht. Oh, ich habe kaum noch Munition für die MG. Oh mein Gott! Hub doch nicht! Ich bin am Aufnehmen! Ist es weg? Sind wir sicher? Ich zweifle stark, dass wir sicher sind. Und mir gefällt es nicht, dass ich jetzt schon so wieder so viel Munition verballert habe, aber so richtig. So, wir haben es geschafft. Hätte ich vielleicht doch die und Dings es ist Nacht nehmen sollen. Und es gibt nichts zu sehen. Ich nehme vielleicht jetzt mal gerade. Vielleicht doch einfach das da. Das Magazin hätte ich gerne. Das für Dings und Betäuben. Oder Feuerrate? Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte gerade das nur austauschen gegen den hier. Nein, 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 nicht gegen das da. Sondern gegen das da. Aber ist auch schön, ne? Dass das noch so viel Schuss hat. Könnte man ja austauschen. Ich wollte es. Genau. Ich wollte einmal das da machen. Großes Magazin und so. Und, oh, Feuerrad kann ich auch noch machen. Gut. Gut, gut, gut. Dann nehme ich das vielleicht doch weg. Mannstab, Nahtreffer und Schaden. Und tausche das gegen das hier aus. So. Supi. So kann man das doch mal fortführen. Schon allein, wie das hier aussieht. Es ist unwahrscheinlich vertrauenserweckend.
Genau. Ist das nicht derselbe von vorhin? Ja, lass mich doch einfach vorbei. Ich glaube, er verfolgt uns. Ja, kann gut sein, dass er uns verfolgt. Oh Gott, wie verhält er sich da? Nochmal! Verdammt! Das Ding hat nur ein Ziel. Ja. Was ist das für ein Ding? Schau es dir an! Wie kann das Ding überhaupt leben? Verdammt! Genau, das muss nämlich... Nein, 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 das wird schon wieder, das wird schon wieder. Ah, ich bin ausgewichen, komischerweise habe ich es geschafft. Das muss nämlich genau hier drauf Schaden bekommen. Jetzt macht es wieder diesen Angriff. Jetzt kann ich es aber besser treffen von hier aus. Nur dort kann ich den Schaden erteilen. Deswegen gibt es ja diese, ich sag mal, Fahrstuhl-Szene. Nein, aua, 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 das tat weh, das tat weh, das tat sehr weh. Nein, verdammt. Nein, 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 nein. Perfekt. So. Jetzt erst recht, weil ich hätte vielleicht die andere Waffe einfach nehmen sollen. Oh, ich hab so Schiss, dass das... Oh. Ein paar Handgranaten nehmen. Nein, ich habe die verkehrte Waffe. Ich wollte die hier nehmen. Verdammt. Nein. Oh. Kann ausweichen. Das macht dann doch ein bisschen mehr Schaden. Nein. Ja, komm. Nein. Oh, nein. Oh, ich bin wieder ausgewichen. Cool. Noch gereicht. So, nehmen. Nehmen. Wo ist das hin? Na, wollte keiner mit dir spielen. Wow, jetzt habe ich zu früh gemacht. Nein, verdammt, ich habe es nicht getroffen. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe oder nicht. Verdammt, ich muss gucken, wo hier noch Dings sind. Schön, Munitionskiste, Gewehr. Das freut mich ungemein. Hier ist jetzt das Gewehr echt gut. Nein, verdammt. Hat wieder nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Nein, 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 nein. Kein Ruckeln, kein Ruckeln. Verdammt. Los, los, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Da ist noch ein... Oh nein, jetzt muss ich... Hoffen. Verdammt. Hat ja gut funktioniert. Erst freue ich mich wie keine Ahnung was... Verdammt, das ist keine Granate. Ich habe Granaten verbraucht. Verdammt! Jetzt muss ich auf jeden Fall mich heilen. Ich konnte es gerade von hier aus nicht besser treffen. Vorne ist er nämlich gut gepanzert. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich hoffe, der ist bald. Macht er das wieder? Ja, gut. Er wird langsamer. Man merkt's. Man merkt's. Er ist auf jeden Fall geschwächt. Er müsste eigentlich bald erledigt sein. Verdammt, das war kein guter Treffer.
Okay. Ja, jetzt macht das wieder so ein Dings. Ja, das war mir klar. Reiß mir von den Füßen. Hoch mit dir. Na komm. Wow. Wow, 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 wow. Zu nah. Zu nah dran. Jetzt ist es erledigt. Und ganz dezent hat sich eine Klappe aufgetan. Was für ein nerviges Drecksvieh. Was für eine Nacht. Oh ja, das ist aber mehr als nervig. Aber der Kampf geht eigentlich noch. Also es gibt weitaus schlimmere Kämpfe. Weitaus schlimmere. Warte. Ach, den kann ich gleich mehrmals scannen. Okay. Mach ich gerne. Wenn es immer 8 gibt. Jetzt kann ich ihn nicht mehr scannen. Warte. Muss dann echt mal eine Pause machen. Weil ich glaube, so langsam wird mein Speicherplatz zu voll. Das fängt vielleicht deswegen an zu ruckeln. Ach, mal sehen. Ja, da ist das eine. Die Antenne ist da oben. Ja, da will ich aber noch nicht hin. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich möchte erst noch... Ach gut, dass ich keine Granate ausgerüstet hatte. Ich hatte mich versehentlich schon wieder G gedrückt. Okay, gut. Ich hatte zwar das Gefühl, ich muss gleich niesen, aber Antenne ist wichtiger als niesen. Sehe ich gerade richtig? Lag da wirklich auf dem Tisch eine Karte? Dann habe ich die endlich. Dann habe ich endlich... Da, guck da auf den Tisch. Dann habe ich nämlich endlich... denn hier noch was? Mal wieder raus. Dann habe ich nämlich endlich diese Schlüsselkarte. Kann keine Ahnung wo überall hin. Tagebuch des Weltro-Agenten, erster Teil. 2004, endlich setzen wir unseren finalen Plan in die Tat um. Er stammt von Jack Norman, unserem Anführer und Waffenbruder. Wir hatten zunächst Zweifel an der Durchführbarkeit, aber jetzt ist es an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Plan umzusetzen. Das haben wir dem eisernen Willen unserer Kameraden und demjenigen zu verdanken, der uns durch seinen Einfluss unterstützt. Er hat die Schiffe vorbereitet. Diese Luxusliner symbolisieren den Verfall der Menschheit und sind ideal, um den Virus zu verbreiten, der die Menschheit auslöschen wird. Meine Aufgabe ist es, für unsere Mission an Bord der Queen Zenobia zu gehen. Bernard Gorty. 2004, 12 Stunden bis zum Missionsbeginn. Mein Körper bebt und ich kann nichts dagegen tun. Ist es Aufregung oder Angst oder beides? Fremde biologische Organismen schwirren im Geheimlabor im Kielraum umher. Der Virus ist wasserlöslich. Jeder, der dieses Wasser trinkt, verwandelt sich in ein Monster. Die Hunter-BOW wurde an der Stelle infiziert und... Was? Die Hunter-BOW wurde an anderer Stelle infiziert und wird den Virus an Land verbreiten. Der dekadente Schandfleck, die schwimmende Stadt, wird bald zur wahrhaftigen Hölle auf Erden. Und wir sind es, die die Menschen in dieser Hölle stürzen müssen. Anders werden wir ihnen sonst nie die Augen geöffnet werden. So hat Norman es ausgedrückt. Und wenn unser betagter Geldgeber an Norman glaubt, müssen wir das alles seine Untergebenen auch tun. Irgendwie, was müssen wir das alles seine Untergebenen auch tun? Bernard Gorty. Okay. Ist jetzt hier noch irgendwas? Also, Genesis zeigt mir an, dass hier was wäre. Da unten irgendwo. Warte. Durch den Ruckler und alles. Kriege ich das nicht so gut hin gerade. Oh nein. Jetzt frage ich mich aber, was da unten ist. Jetzt gucke ich da nochmal nach. Wo ist denn das jetzt? War doch hier unten irgendwo da. Oh ja, MG-Munition. Kann man immer gebrauchen. Vor allem ich. Die ist auch nachgeladen. Okay, gut. Alles nachgeladen.
weit, wie es ging. Und dann können wir weiter. Oh, hier wird man wieder zu... Naja, gemüllt will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schön. Ah, es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Dieses Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Ja, wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Ja, aber es wird noch nicht vorbei sein. Dessen könnt ihr euch sicher sein. Ich prüfe die Antennenverkabelung. Solange ihr nicht wieder in euren Betten daheim seid, ist das nicht vorbei. Okay, das tue ich da mal hin und das da hin, dann kann das da hin und dann das da hin, dahin. Dahin, da ist nichts. Okay, da, nein. So, mal kurz frei machen und dann kann das so hin und dann dürfte alles sein. Das sollte reichen. Versuchen wir es. Hoffentlich geht's. Hier Vermilion. Hauptquartier. Bitte kommen. Hier O'Brien. Seid ihr zwei okay? Geschafft. Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Ich weiß. Das Ganze war eine Falle. Und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? Was meinen Sie mit Falle? Boss? Was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Ein Moment, hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein, warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terra Grigias Solarenergieintegrator reaktiviert. Wir sind also schon mittendrin. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! HQ! Was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zielt direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro als Versteck dienen. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstörten. Sind direkt über uns. Die können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht.